ehrlich, Herr Kommissär. Ich war da ja nicht in der Gegend. Was wollen Sie denn von mir? Begusch war kurz vor dem Platzen. Quatsch nicht so ein Mist. Hier, er pochte auf die Akte. Wir haben Beweise, dass du... Herr Rödger machte eine besänftigende Handbewegung. Ruhig bleiben hat keinen Zweck zu schreien. Und Rödger drehte sich zu Baginski. Mensch, Baginski. Vielleicht war es auch Notwehr, weil Beke sie überrascht hat. Baginski lehnte sich zurück, wurde selbstsicherer. Ach nee, ich fasset ja nicht. Sie haben nichts in der Hand, wa? Also ich sag mal so, wa? Ich will Ihnen Anwalt. Beku sprang auf, sein Gesicht war zorngerötet, er schnappte nach Luft. Was haben wir nicht? Keine Beweise? Junge, du bist auf dem Holzweg, soll ich dir sagen, wie es war? Du bist die Langobardenallee längs geradelt und hast dir die Villen angesehen. Kann man ja prima über die Hecke kicken, nicht? So vom Fahrrad aus. Und dann hast du entdeckt, dass die Terrassentür bei Beke hier aufstand und konntest nicht widerstehen. Baginski sah entsetzt auf den Hauptkommissar, der vor Erregung heftig atmete. Rödger justierte die Lautstärke am Aufnahmegerät und Bekusch war jetzt in Fahrt. Du bist rein in die Bude und Beke hat dich überrascht. Im Handgemenge hast du ihm eins übergezogen, hast den Stoff genommen und weg. War es nicht so. Leugnen macht keinen Sinn. Wir haben die Reifenspuren von deinem Rennrad gefunden. Baginski lehnte sich zurück, verbarg das Gesicht hinter seinen Händen. Rödgers hielt die Luft an. Was ist? Bellte Bekusch. War es nicht so? Baginski nickte langsam, sah auf und schaute zu Rödger, der das Aufnahmegerät mit einem Klicken ausschaltete. Rödger gab dem uniformierten Polizisten ein Zeichen. Der erhob sich und trat an den Tisch. Kriminalhauptkommissar Dieter Bekusch, ich verhafte Sie wegen des Verdachtes der Tötung von Ahmet Bekir. Alles, was Sie ab jetzt sagen, kann gegen Sie verwendet werden. Der Uniformierte legte Bekusch eine Hand auf die Schulter, drückte ihn auf den Stuhl. Spinnt ihr jetzt total, Baginski? Er zeigte auf den Gefangenen, der jetzt aufstand, in seine Hosentasche griff. Entschuldigen Sie, mein Name ist Gottsched von der Inneren. Aber Bekusch war drauf. Wie? Wie von der Inneren? Was ist das hier für eine Farce? Wollt ihr mich verschaukeln? Jan Rödgers klatschte mit einem lauten Knall auf die Tischplatte. Seine Stimme dröhnte durch den Raum. Schluss jetzt mit dem Kasperltheater, Bekusch! Sie konnten nicht wissen, dass der Täter ein Rennrad benutzt hat. Das ist nie erwähnt worden. Sie konnten nicht wissen, dass der Täter über die Terrasse gekommen ist. Das weiß nur der Täter selbst. Gottsched hob beschwichtigend die Hand. Ruhig, Rödger, ruhig. Er wandte sich zu Bekusch. Wir ermitteln schon seit einem halben Jahr gegen Sie und wissen, dass Sie in Verbindung mit Bekir standen. Bekusch versuchte ein überlegenes Lächeln. Ja, aber Leute, das heißt gar nichts. Das war im Rahmen von Ermittlungen. Gottsched winkte ab. Wir wissen auch von Ihren Spielschulden. Rödger hatte sich beruhigt. Bekusch, das Fahrrad haben wir unweit der Langobardenallee auf einem Schrotplatz gefunden. Na und wenn schon, ich hab gar kein Fahrrad. Vor dem Schrottplatz haben wir eine Reifenspur gefunden, die exakt zu Ihrem Geländewagen passt. Auf dem Dach des Autos, von dem aus Sie das Fahrrad über den Zaun geworfen haben, sind Fußabdrücke und Abdrücke von Fahrradreifen. Und ich wette, dass die kleinen Abriebe da auf dem Leder ihrer Schuhe zu den Pedalen des Fahrers passen. Es klopfte. Die Tür ging auf, ein junger Beamter steckte den Kopf herein. Das Koks war noch im Auto. Bekusch sackte in sich zusammen, seine Stimme war tonlos. Und wer? Verdammt nochmal, wer ist Uwe Baginski? Rödger klopft auf die Akte. Ein Wohnungseinbrecher. Er wird in 2 Monaten entlassen.